Willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 7. Letztes Mal sind wir aus dem Zug gesprungen und heute laufen wir die Schienen entlang, um zu sehen, ob wir irgendwie in den Reaktor kommen. Hier geht's nicht weiter. Ah, vielleicht durch den Schacht. Ja, gehen wir runter, ist ja kein Problem. Ich habe übrigens zwischen den Videos hier jetzt noch einige Gegner auf den Schienen beseitigt, weil es dort spezielle Gegner gibt, die ein spezielles Item fallen lassen. Und zwar sind das die grünen Netzspucker. Die lassen das Spinnennetz fallen. Und mit diesem Spinnennetz kann man Gegner verlangsamen. Das Besondere daran ist, dieses Verlangsamen wirkt auch auf Bossgegner. Und wir werden zumindest eines der Spinnennetze später dringend brauchen für eine Spezialtaktik, die ich bei einem Spezialboss verwenden werde. Ich hoffe, wir bekommen das richtig hin. Aber dazu erst in mehreren Dutzend Videos, also das dauert noch eine ganze Weile. In der Zwischenzeit gibt es hier neue Gegner, Raketenwerfer. Und die müssen natürlich auch weg. Die schießen mit Raketen auf uns. Oh, ja. Und wir sehen hier vielleicht gleich auch Tifas Limit. Das unterscheidet sich nämlich von den anderen Limits etwas. Wir müssen hier schauen, dass Tifa hier nicht stirbt. Deswegen heilen wir sie kurz. Tifas Limit funktioniert etwas anders. Und zwar ist das so eine Slot-Machine, bei denen es Hit und Air gibt. Bei Hit wird der Stufe 1 Limit normal ausgeführt und bei Air wird der Stufe 1 Limit ausgeführt und macht doppelten Schaden. Ich glaube, es ist doppelter Schaden. Das wollen wir natürlich schon Hit haben. Mit den zunehmenden Limitstufen werden immer mehr von den Einträgen auf der Slotmaschine zu Hit und immer weniger zu Air. Und später kommen dann sogar Miss dazu, also Einträge, die heißen Miss. Und bei denen schlägt man natürlich in die Luft. Das heißt, man trifft gar nicht mit dem Level. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, hier in der mittleren Leiter geht es übrigens nirgends hin. Also das brauchen wir nicht. Also wir gehen hier von der rechten Leiter rüber zur linken Leiter. Und wieder neue Gegner. Diesmal grüne Seepferdchen. Choose Tank, was auch immer das heißen mag. Barrett's Limit haben wir schon gesehen. Ist nicht wirklich aufregend, das ist der Level 1 Limit, ist der Machtschlag. Den wir auch gleich wieder anwenden werden. Man kann übrigens, wenn ein Limit aufgeladen ist, keine normalen Angriffe mehr ausführen, sondern nur mehr Zaubern und Gegenstände verwenden und Spezialangriffe, die man durch andere mit Substanzen vielleicht erhält. Das heißt, man sollte sich durchaus Gedanken machen, wann man seine Limits wie weit auflädt, vor Bosskämpfen oder so. Ja, du bist natürlich schuld, dass wir jetzt hier durch die Schächte kraxeln müssen. Hier geht's, glaube ich, weiter. Ah, ich weiß gar nicht mehr, wo es weitergeht hier. Ah ja, wir sind richtig. Wir sehen schon wieder einen Speicherpunkt. Wir nehmen uns zuerst das Item. Gehen hier kurz speichern. So. Neue Gegner. Diesmal die Blugu. Was auch immer Blugu heißen, es sind blaue Fische, die in der Luft schweben und ich glaube auch hauptsächlich zaubern. Entschuldigung für den Lag hier. Ich weiß nicht, manchmal hängt das Spiel unmotiviert. Muss mir das nochmal ansehen. Diese Blugus sind übrigens sehr widerstandsfähig. Die halten dann schon einiges aus. Ich hatte die gar nicht so stark in Erinnerung. Aber solange sie nicht so stark angreifen, ist das ja alles kein Problem. Was
das Item, das wir vorher gefunden haben, übrigens hier, war ein Zelt. Mit dem Zelt kann man bei Speicherpunkten seine komplette HP und MP wieder aufladen. Ja, und unsere Freunde verziehen sich hier und lassen uns die ganze Arbeit machen. Zu diesen Zelten nochmal. Die Zelte werden später etwas wichtiger werden, mit denen kann man auch auf der Weltkarte dann genauso campen, also das Zelt verwenden und HP und MP aufladen. So, wir sind hier im Reaktor 5, das sieht wirklich sehr ähnlich aus wie Reaktor 1. Wer hätte das gedacht, nachdem sie auch in der Videosequenz schon alle ähnlich ausgesehen haben. Wir machen uns auf den Weg, die Bombe zu legen. Ja, hier noch ein paar Leitern runter. Einige Unterschiede gibt es hier natürlich doch. Also hier, die Plattform ist weg, es gibt nur mehr das Rohr. Allerdings der Speicherpunkt ist der gleiche geblieben. Den werden wir diesmal allerdings auslassen. Und erst beim Zurückgehen verwenden. Nochmal neue Gegner. Oh, ich glaube, die sind nicht mehr so toll. Die Grünen. Der HP-Sauger kann, wie schon der Name schon sagt, meine HP absaugen. Während die Grünen Smog verteilen, das ist der Blindheit-Status, glaube ich. Na, es ist nur ein, das ist irgendein anderer Status. Ist auf jeden Fall irgendwas so, wie sie vergiften. Man trifft nicht mehr oder man verliert HP, eines der beiden. Die Gegner heißen auch Smogger übrigens. Der HP-Sauger ist weg. Ja, der Smog dürfte wirklich blind machen, also man sieht hier schon nicht, tiefer ist hier, dürfte hier gar nichts. Und trotzdem, man blind ist, man trifft immer, man hat geringe Chance trotzdem zu treffen. Das heißt, auch wenn man blind ist, kann man durchaus hinschlagen, wenn man nichts anderes zu tun hat. Man könnte ja treffen. So, wer legt die Bombe dieses Mal? Ah, what the hell? Wieder mal ein Anfall von Röte. Und was ist das? Das ist aber nicht mit der Reaktor. Papa? Sephiroth? Was? Ist das nicht der Sephiroth, dem wir eigentlich nacheifern? Alles? Alles was? Okay. Was war das jetzt? Sieht nach Migräneanfall aus. Bombe legen und dann weg hier. Diesmal gibt es übrigens keinen Countdown. Ich weiß leider nicht genau, was sie sich dabei gedacht haben. Wir speichern hier nochmal. Ja, speichern ist übrigens immer eine gute Idee. Final Fantasy 7 ist nicht, vor allem gegen Anfang, nicht so schwer, dass man immer speichern müsste, aber Schaden tut's nicht. Ja, das waren nur ein Smogger und zwei HP-Sauger. Hier gehen wir noch die Leiter rauf. Und kommen wir noch aus dem Reaktor raus? Finden wir jemals raus, was die Flashbacks eigentlich bedeuten? Diese und vielleicht noch mehr Fragen werden beantwortet nächstes Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Final Fantasy 7.